Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Der Podcast mit den besonderen Tipps für dein Wochenende in Stuttgart, in der Umgebung und auf der Schwäbischen Alb. Hier findest du das Passende zum Abschalten, Kraft tanken, Spaß haben, für Bewegung und Entspannung und Tipps und Tricks, was du alles dafür brauchst. Wir sind Susi und Frank Reise, deine Hosts für diese Podcast-Episode und wünschen dir viel Spaß beim Reinhören und später beim Aufstöbern des Besonderen. Für die Podcast-Episode 130 vom Heimatverliebt-Podcast waren wir im Auftrag der Touristinformation Münsingen unterwegs. Und der Hans-Peter Engelhardt hat uns auf der CMT schon angesprochen und hat gesagt, wir haben die Bergbiertour. Die wurde dieses Jahr auf der CMT nämlich vom ADFC als 4-Sterne-Qualitätsroute zertifiziert. Und er meinte, die müssten wir unbedingt mal radeln. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Wir waren also 2 Tage mit unseren E-Bikes unterwegs, haben uns diese Rundtour angeguckt, die man an den gelben Schildern erkennt. Diese beide Richtungen ausgeschildert und üblicherweise fährt man sie von Münsingen aus gegen den Uhrzeigersinn. Dann geht es an Tag 1 schön bergab und dann im Tal entlang und an Tag 2 wieder bergauf. Wenn man die Tour andersrum fährt, natürlich genauso. Die detaillierten Infos zu Länge und Höhenmeter und höchste Stelle und auch die GPX-Daten zum Download verlinken wir dir im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode. So, und jetzt nehmen wir dich mit auf die Tour und stelle den Wegverlauf vor, sowie die Highlights. Außerdem lassen wir auch noch einige Menschen zu Wort kommen, die wir auf dem Weg getroffen haben und interviewen durften. Die kompletten Interviews, weil wenn wir mal am Schwätzen sind und unsere Interviewgäste natürlich auch, dann wird das immer ein bisschen länger und das würde den Rahmen von dieser Podcast-Episode auf jeden Fall sprengen. Deshalb können wir die kompletten Interviews hier leider nicht einfügen, sondern die kannst du dir dann direkt auf unserer Homepage anhöre. Und die URL dazu ist www.heimat-verliebt.de/berg-bier-tour. Aber bevor es losgeht, wollen wir uns erstmal bei allen bedanken, die uns unterwegs bewirtet haben, beherbergt und mit so vielen Informationen ausgestattet haben. Und jetzt wollen wir gar nicht mehr Worte verlieren, sondern machen uns gedanklich auf den Weg auf die 115 Kilometer lange Tour, die, wie wir schon gesagt haben, in Münsingen startet. Optimalerweise fängt man am Mobilitätszentrum an, wo man sich auch ein E-Bike ausleihen kann, wenn man kein Ereignis hat. Dort bekommt man auch nochmal Informationsmaterial und ein paar Tipps zu Highlights am Wegesrand. Und dann sind wir auch schon losgeradelt. Wir hatten unsere Rucksäcke gefüllt dabei mit dem ganzen Gepäck für die beiden Tage. Und wir hatten auf einem Fahrrad eine Satteltasche und auf dem zweiten Fahrrad hat man noch eine kleine Satteltasche, wo wir so Werkzeuge, Flickzeug und Ersatzschlauch und sowas drin hatten. Regenschutz hatten wir nur so mäßig dabei, hätten wir mal besser mehr eingepackt, aber warum das? Das erzählen wir dir später. Wir haben ja 2 E-Mountainbikes, um genau zu sein, Fullies, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt für diese Tour. Ein Tourrad oder ein sogenanntes Gravelbike passt perfekt für die Tour. Für Rennradfahrer, also für klassische Rennräder, ist die Tour nicht geeignet, da die meiste Strecke über Schotter geht. So, und dann ging es auch schon los. Nach wenigen 100 Meter haben wir dann am Münsingen schon verlassen und tauchten dann ein in die Natur vom Tiefental, in dem wir dann auch waren, bis zur Überquerung von der Talstraße. Und dort sind wir dann auch auf die große Lauter gestoßen. Und dem Lautertalradweg, dem folgt die Bergbietour dann bis zur Mündung in die Donau. Also ganz schön Stückle. Unterwegs kam man dann an Butterhausen vorbei, wo einst eine jüdische Gemeinde bestand. Da gibt es auch noch einen jüdischen Friedhof. Vorbei an zahlreiche Burgen, zum Beispiel Hohenhundersinge, Bichishause, Nieder- und Hohe Gundelfinger und natürlich der Burg der Neck, die vom Schwäbischen Albverein bewirtet wird. Zu den Burgen kann man natürlich alle aufsteigen. Und an manche kann man auch einkehren, zum Beispiel an der Burg der Neck. Wenn man lieber unten im Tal bleibt, gibt es unten auch Möglichkeiten zum Einkehren, zum Beispiel das Bootshaus an der Lauter, das Bauhofstüble, der Gasthof Hirsch oder der Adler. Ja, die liegen alle schön in der Nähe immer vom Radweg. Aber wir machten uns direkt auf den Weg nach Indelhausen. Und dort wurde man auch bereits erwartet. Dort lohnt sich ein ganz kleiner Abstecher vom Weg, und zwar in die Mühlstraße 1. Da wird man nämlich erwartet von einem Eishäuschen mit einer Kühltruhe und einer Vertrauenskasse. Dort wird Eis hergestellt, wie schon gesagt, das Lautertaleis. Und
Da kann man sich einen kleinen Becher rausnehmen aus der Kühltruhe mit 155 Milliliter, der kostet dann 2 Euro. Oder eine schöne Familiengröße mit 900 Milliliter, da kostet nur 5,50 Euro. Sein Geld schmeißt man dann dort ins Kessel und dann lässt man es sich auch schmecken. Die Auswahl ist reichlich. Es gibt zum Beispiel neben vielen anderen Sorten Joghurt Maracuja, Alpenkaramell, Erdbeere, Vanille, Joghurt Holunderblüte, Haselnuss, Nuss-Nougat, Alpsommer und noch viele, viele mehr. Dafür probieren die Ela und der Ralf Bachmann, das sind nämlich die beiden Inhaber vom Lautertal-Eis, die tüfteln, bilden sich weiter, machen verschiedene Kurse, verwerfen wieder Ideen und nehmen auch wieder neue dazu. Und wenn es dann funktioniert und wenn es gut schmeckt, dann bleibt es im Sortiment. Und wenn es keiner mag, dann kriegen es die Nachbarn und nächstes Mal kommt was Neues. Das machen sie schon seit knapp 20 Jahren und haben das angefangen, als ihre erste Tochter auf die Welt gekommen ist und sie dann 4 Erwachsene und ein Kind auf dem Hof waren und sie gemerkt haben, dass die Landwirtschaft einfach in dem Rahmen zu klein ist, um all die Personen zu ernähren, die jetzt inzwischen auf dem Hof leben. Und so haben sie dann angefangen, Eis zu produzieren. Heute haben sie 40 Milchkühe und beliefern hauptsächlich die Gastronomie. Mit ihren Eisspezialitäten machen auch ganz besondere Sorten, je nach Anfrage. Und zusätzlich gibt es seit ein paar Jahren dieses Eishäuschen, was einfach ein Paradies ist für alle Radfahrer, die da vorbeikommen. Wir haben uns von ihnen Eis spendieren lassen und haben uns dann gemütlich auf ihre Terrasse gesetzt, direkt an der Lauter, und haben mit ihm ein bisschen drüber gequatscht, was so reinkommt in das Eis. Unser ganzes Milcheis wird aus unserer Milch hergestellt und das ist auch der Hauptbestandteil von unserem Eis, Rohmilch oder Milch. Und bei den Fruchtsorten jetzt zum Beispiel verwenden wir frische Früchte, also auch im Erdbeerbereich arbeiten wir mit frischen Früchten, auch mit bei Maracuja, also keine Püree, keine Konzentrate oder sonst was. Das machen wir jetzt auch wirklich so konsequent seit 2 Jahren, da haben wir auch teilweise Sorten rausgenommen haben, wo vielleicht schwieriger sind zum Herstellen. Und wenn wir es wirklich nur noch mit Fruchtpüree schaffen und frische Früchte. Und man schmeckt es einfach auch im Maracuja oder auch im Mango oder auch im Erdbeereis. Also so die typischen Früchte, die kommen alle von hier aus der Region. Jetzt aber Mango und Maracuja, ja, offensichtlich hier nicht. So ist klar, auch, klar, ja, ja, so ist aber es. So Johannisbeer und das, ja, das kommt hier aus der Region. Ja. Also unsere Mitarbeiterin sammelt Holunder, dann macht sie Sirup im Sommer. Jetzt dann und im Herbst macht sie der Saft, Holundersaft. Genau. Dann machen wir dann unser Alpenholunder-Buttermilchreis. Also wir versuchen, ja, das ist so. Die war jetzt beim Waldmeistersammler im Wald mit ihrer Tochter. Die hat für unser Eis dann im Prinzip den Waldmeister gesammelt. Perfekt. Und weiter ging dann der Weg vorbei an viele hübsche Picknick- und Badeplätze. Also für das ist ja das Lautertal auch bekannt, neben der ganzen Burge. Die schöne Picknick- und Badeplätze. Also vergesst unbedingt nicht eure Badesache, wenn ihr da ins Wasser springen wollt oder wenigstens mal anhalten, die Füße ins Wasser reinhalten zum Abkühlen. Eine tolle Sache ist das. Und direkt an den Badeplätzen findet sich dann auch öfters eine Grillstelle oder Sitzgelegenheiten. Da kann man dann auch sein Vesper auspacken und kann eine schöne Pause machen. Außerdem findet man immer unterwegs sogenannte Lauterzeichen, das sind dann Weginformationen, schön die Karte vom Lautertal aufgezeichnet und die verschiedenen Sehenswürdigkeiten drin aufgeführt auf der Karte. Dann kommt man am Biosphärezentrum in Lauterach vorbei, zudem erfahren wir gleich noch ein paar Informationen und schließlich mündet dann die große Lauter nach insgesamt, die macht einen Marathon, 42 Kilometer in die Donau. Wer hätte das erwartet? Und das ist relativ unspektakulär, denn der Ort ist ziemlich naturbelassen. Vom Radweg aus sieht man relativ wenig von dem Zufluss von der Lauter in die Donau, weil alles ziemlich bewachsen ist. Wir sind da noch ein bisschen reingefahren, über eine Brücke drüber, aber es war schwierig zu erkennen, wo es jetzt eigentlich reinfließt. Und eine Drohne haben wir keine dabei gehabt. Wir sind dann links abbogen, also flussabwärts, und radelten weiter, bergab und immer deine dunkel werdende Wolke davon. Und bevor die dann losgeregnet haben wir dann auch schon Untermachtal erreicht. Und zwar der Bahnhof, weil da ist was ganz Besonderes drin. Im Bahnhof, also im ehemaligen Bahnhof von Untermachtal, da ist jetzt das Rathaus drin und dort haben wir den Bürgermeister Bernhard Ritzler getroffen. Und der ist nicht nur Bürgermeister von Untermachtal, sondern auch Bürgermeister von Lautach.
Der hat uns dann im Interview beide Gemeinden schmackhaft gemacht. Und hätten wir mehr Zeit gehabt, hätten wir uns sicherlich das Kloster noch angeguckt und den Garten Eden und auch das Kalkofenmuseum. Aber dazu hatten wir keine Zeit. Was wir unterwegs aber gesehen haben, das war das Biosphärenzentrum mit dem Café Wolfshöhle, wo wir auch leider keinen Stopp gemacht haben. Da muss man eh im Frühling hingehen. Das sind die Merzebecher am Blühe. Das Biosphärenzentrum ist nämlich kurz vorm Wolfstal. Wir haben in Lauda Informationszentrum für das Thema Wasser, Wasser als Lebensraum, zum Erleben für Kinder und auch Besucher die Vielfältigkeit des Wassers. Es gibt einen kleinen Wassererlebnispfad, wo Thema zum Wasser letztendlich über Schautafeln vermittelt wird. Das Interview, das haben wir übrigens in der ehemaligen Bahnhofswartehalle aufgenommen. Und die wird vom Rathaus heute für Veranstaltungen und Trauungen genutzt. Das hat man im Interview doch gehört, dass das mal eine Wartehalle war, oder? Und dann haben wir die letzten 12 Kilometer noch auf uns genommen bis nach Berg. Und von den 12 Kilometer entlang von einigen Seen und schöner Natur, von dem haben wir gar nicht mehr viel mitgekriegt, weil da haben wir nur noch in die Pedale treten, mit voller Unterstützung von unserem Akku, der noch ziemlich voll war, weil es ja die meiste Zeit bald abging, und mir Vollgas Richtung Berg, weil dann hat es nämlich auch noch richtig angefangen zu regnen. Und zum Glück hat uns der Bürgermeister Ritzler noch ein paar Infos zu den Orten mit auf den Weg gegeben, die dann noch kommen, und die können wir dann einfach beim nächsten Mal erkunden. Und das erzählt er uns jetzt. Munderkingen ist natürlich ein Ort, wo man sehr gut Bergbier trinken kann. In Weiter kommt dann Rottenacker. Wenn es jetzt schön Wetter wäre, ich könnte jetzt einen wunderschönen Wackersee genießen. Der Hebecher, da wäre es richtig einladen zum Schwimmen, zum Gänger. Oder in Munderkingen Kaffee in Buche, alte vorderösterreichische Donaustadt mit sehr viel Historie. Ja. Das Tagesziel von dieser Etappe liegt ja bereits im Namen, in der Bergbiertour, denn die Bergbrauerei in Ehingenberg war unser Ziel. Die Gebäude, die unterhalb vom Käppelet des Ortes stehen, mit der Brauereiwirtschaft, die stechen einfach so richtig ins Auge. Und außerdem ist es auch im Ort schon sehr gut ausgeschildert, kann man also gar nicht verfehlen und findet man auf jeden Fall. Wir durften uns dann zusammen mit dem Braumeister und Inhaber Uli Zimmermann zusammensetzen, haben ein kühles Bierchen bekommen und uns ausführlich über die Geschichte der Brauerei informieren lassen. Der kennt sich richtig gut aus mit Bier. Und außerdem haben wir erfahren, dass es die Bergbrauerei schon seit 1466 gibt. Damals gegründet als Adlerbrauerei. Deswegen ist auch der Adler mit dabei auf dem Wappen vom Bergbier. Also viele sagen auch heute noch Adlerbrauerei dazu. Und der Ulrich Zimmermann, der hat uns da so viele Informationen gegeben, wo zum Beispiel das Wasser herkommt zum Bierbrauen, was es mit dem Ulrichsbier, also das ist ja weit über die Grenze hinaus bekannt, auf sich hat und dass es insgesamt 12 Bierspezialitäten ganzjährig gibt von der Bergbrauerei und was es mit einem speziellen Biername auf sich hat. Das Bergbier ist übrigens kein Mainstream-Bier und das schmeckt man auch. Und wie es zu dem speziellen Charakter kommt von dem Bier, also wo der spezielle Geschmack herkommt und was es damit auf sich hat und wie aufwendig das ist, das erzählt uns der Uli Zimmermann im kompletten Interview. Dann wollten wir aber auch noch von ihm wissen, was denn ein Radfahrer erwartet, wenn er endlich hier sein Ziel erreicht hat, noch 50 Kilometer Radtour von Münzingen aus. Das ist in der Regel keine überraschende Einkehr, sondern die haben das meistens geplant. Und wenn man so ein Ziel hat, dann ist es ja eine Anstrengung, bis man für die meisten, dann von mir aus, bis man zu dem Ziel kommt. Dann ist es ganz wichtig, dass ich ganz schnell das zum Trinken kriege, auf was ich jetzt Lust habe. Das heißt, unsere Mitarbeiter im Service sind bemüht darum, dem Gast ganz schnell seinen Wunsch zu erfüllen. Egal, ob der jetzt ein Wasser trinken will, ein Radler, ein alkoholfreies Hefeweizen oder sagt, ich will jetzt gleich ein Original hell oder eine halbe. Weil Durst ist nun mal so ein Grundbedürfnis, das man ja erfüllen will. So, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich will jetzt nicht bloß Rast machen und essen und trinken, klar, nein, in der Brauereiwirtschaft, auch dieses Thema Essen, die Brauereiwirtschaft pflegt ja eine sehr, sehr bodenständige, authentische Küche. Wir sind kein Restaurant, wir sind kein Schickimicki, wir haben keinen Anspruch, ganz weit oben zu schweben, sondern es soll einfach unkompliziert schmackhaft sein. Sie kriegen in der Brauereiwirtschaft, das nenne ich mal so ein ganz wichtiger Artikel, Linse und Spätzle.
Und diese Linsen sind natürlich Alpleise, spät 1 oder spät 2 oder Depuy-Linse, je nach Saison, was gerade verfügbar ist nur. Ja, und wenn sie dann ihren Hunger und ihr Durst fürs Erste gestillt sind, es nehmen diese Radler mit in Anspruch, wenn sie ein bisschen Zeit mitbringen, der eine oder andere Brauereibesichtigung, die dauert eine Stunde, und sagt, hey Mensch, ich möchte geschwind so einen Rundgang machen, die muss man in einer Gruppe machen, entweder angemeldet, b, auch spontan sich eine Gruppe anzuschließen. Wir haben in den Monaten Mai bis September jeden Tag zwischen 2 und 5 Brauereibesichtigungen. Und wenn jetzt jemand in Berg übernachtet sogar, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, weil ja die Möglichkeit mehr wäre, zu sagen, zu welcher Uhrzeit. Ja, dann gibt es zusätzlich die Möglichkeit, ohne eine Führung sich anzuschließen, in das Brauereigewölbe zu kommen. Das heißt, ein Blick zurück zu den Fundamenten, zu den Wurzeln der Brauerei, gut 150 Jahre Brauereigeschichte, aber nicht bloß Brauereigeschichte, sondern in diesem Brauereigewölbe, 13 Meter unter dem Brauereihof unter, sieht man einiges an Biergeschichte auch mit verknüpft. Das heißt, Sie lesen dann an der Wand drinnen, wann ist das Ulmer Münster gebaut worden, wann hat Kolumbus Amerika entdeckt und was war zur Zeit ein Berg. Und dann kann man sich überlegen, Kolumbus hat sicher nichts von Berg gewusst. Wahrscheinlich haben die in Berg auch damals nie was von Kolumbus gehört. Aber vielleicht haben die in Berg sogar mitgekriegt, dass in Ulmer Münster gebaut wird. Vielleicht. Also auch so ein bisschen eintauchen in diese, sich mal bewusst zu machen, wie klein die Welt ist und dann doch wie groß sie ist. Ja, jetzt ist nur abhängig, an welchem Wochentag sie kommt. Von Freitag bis Sonntag hat der Brauereigarten auf. Brauereigarten ist zwischen Brauereiwirtschaft und Sudhaus ein alter Obstgarten, also nicht ein Kastaniengarten, sondern ein typisch schwäbischer Garten. Und das ist die Ohnitze Kastanie, was macht man mit denen? Sondern das sind immer Obstbäume gewesen, weil man muss ja dann einen Ertrag draus haben, selbst in der Brauerei. Was macht eine Brauerei mit Äpfeln? Die will ja keinen Most eigentlich machen. Also ein alter Obstgarten. In dem Garten wird seit gut 100 Jahren Ulrichsfest gefeiert. Immer am Sonntag, 4. Juli oder danach. Im Garten, im Zelt, auf dem Brauereihof. Ja, und der Garten ist also nicht bloß am 4. Juli und die 3 Tage immer offen, sondern immer übers Wochenende. Eine ganz andere Atmosphäre, so ein Bauerngarten. Aber über so einen Garten muss man nicht erzählen, sondern da muss man rein sitzen. Dann gibt es in der Brauereiwirtschaft vor dem Haus eine Freiluftmöglichkeit. Die nutzen auch sicher viele, die spontan dann erhalten. Also die jetzt nicht den Plan haben, sondern die dann am Vorbeifahren sehen, oh Mensch, ich glaube, da könnte man einkehren. Das gibt es dann, glaube ich, schon auch spontan. Für die, die mit Kindern kommen, gibt es hinter der Brauereiwirtschaft, also da, wo dann Brauereigarten ist, einiges zum Spielen. Ein riesiger Sandkasten, wo man Backen, Sendeln, schon Spaß kann. Ja, das sind so unsere Erlebnisse in Berg. Nach dem Gespräch mit dem Uli Zimmermann haben wir unsere ganzen nassen Klamotten wieder eingesammelt, die wir vorher im Bürogebäude alle haben deponiert, weil wir haben uns natürlich umgezogen und ein bisschen schick gemacht für den Uli und für das Interview und sind dann mit Sack und Pack in unsere Unterkunft gefahren, gelaufen, von allem ein bisschen. War nämlich gar nicht weit, ging nur so ein paar Meter die Straße runter und dann waren wir auch schon im Landgasthof und Landguthotel zur Rose in Ehingenberg. Die Rose ist ein Familienbetrieb seit 1870. Sie ist auch ein Bed-and-Bike-Betrieb, hat somit alle Ausstattungen, die man halt braucht, wenn man mit dem Fahrrad dort ankommt, wenn man es wieder fit machen will, Akkus zum Laden und auch um die nass gewordenen Klamotten zu trocknen. Man hat uns auch angeboten, dass wir einen Trockner nutzen können. Und da haben wir uns aber dagegen entschieden und haben gesagt, wir nehmen lieber den Heizkörper oder all die Heizkörper bei uns im Zimmer und alles, was wir so an Zeitung in die Finger gekriegt haben, um unsere pitschnassen Schuhe wieder trocken zu bringen. War ein bisschen schade um das schöne und liebevoll eingerichtete Zimmer. Wir hatten nämlich die Braumeister-Suite bekommen, weil dann halt überall kreuz und quer unser ganzes Hab und Gut verstreut war zum Trocknen. Aber der Frank hat vorher, bevor ich alles verteilt habe, ein kleines Video gemacht, damit wir das Zimmer auch in Erinnerung behalten können, so wie es vor unserer Invasion aussah. Übrigens haben wir die ganze Tour über fleißig Stories auf Instagram gemacht, da ist auch dieses Video dabei und das kannst du in den Highlights auf unserem Heimatverliebt-Account angucken. Da haben wir nämlich alles gespeichert. Da kannst du quasi im Schnelldurchlauf die ganze Bergbiertour nochmal mit uns abreißen. Nachdem wir dann alle unsere Sachen versorgt haben und irgendwo aufgehängt haben oder die Schuhe mit Zeitung vollgestopft haben, haben wir erstmal unter den leckeren Obstkorb geplündert
und sind dann wieder zurückgegangen zur Brauereiwirtschaft vom Bergbier. Und da haben wir uns dann erstmal ein Ulrichsbier bestellt und ein Schäfleshimmel. Und zum Essen gab es natürlich, ja, dieses Mal eine Susi, der Zwiebelroschbraten genommen mit Spätzle. Und ich habe einen leckeren Biergulasch genommen mit Knödel. Wow! Die Brauereiwirtschaft, die macht übrigens auch mit bei Schmeckt den Süden. Wirtschaften, die da mitmachen, erkennt man immer daran am einfachsten, wenn man in der Karte hinter den Menüs entsprechende Löwe-Symbole sieht. Also es können 1, 2 oder 3 sein, je nachdem. Und was es damit auf sich hat, das kannst du in unserer Podcast-Episode HVP029 nachhören. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass wir nach deinem Ulrichsbier und Schäfleshimmel, Zwiebelroschbrot und Biergulasch ziemlich vollgefuttert waren. Die 50 Kilometer Radfahrer, die haben wir ja locker weggesteckt. Ja. Aber jetzt war es einmal Zeit, zum ins Bett zu gehen. Es war echt sehr lecker in der Brauereigaststätte vom Bergbier. Und die Getränke, die haben wir tatsächlich super schnell bekommen. Und dann sind wir nur noch den Berg runtergekullert zur Rose und dann in die Braumeister-Suite und schön und tief und fest eingeschlafen. Susi mit ihrem Schäfleshimmel im Kopf oder im Bauch und ich mit meinem Ulrichsbier. Und als wir am nächsten Morgen die Augen wieder aufgeschlagen haben, waren wir froh, denn es hat nicht mehr geregnet. Dafür hatte ich einen Plattfuß an meinem Vorderrad. Das hatten wir aber schon vermutet, weil ich nämlich mir am Tag vorher, sogar noch vor Untermarschtal, einen kleinen Ast eingefahren habe. Aber wohlweislich habe ich ihn nicht rausgezogen, sondern einfach stecken lassen und das Überflüssige einfach abgeschnitten. Und somit hatte ich da wie so einen kleinen Pfropf in meinem Schlauch. Aber ich habe ja einen guten Mann, der hat mir dann meinen Reifen wieder geflickt. Und somit konnten wir dann gemütlich zum Frühstück gehen und haben dann dort noch die Möglichkeit gehabt, mit dem Hausherrn und Koch Norbert Zimmermann, also Inhaber der Rose, noch ein Gespräch zu führen und haben ihn gebeten, weil wir ja am Abend nicht in der Rose gegessen haben, sondern in der Brauereiwirtschaft, uns mal den Mund wässrig zu machen, was wir so verpasst haben und was die Highlights in seiner Speisekarte sind. Für was wir eigentlich sehr groß bekannt sind, ist unser Zwiebelroschbraten. Wir haben den vom eigenen Rind, soweit es reicht immer. Das ist eigentlich so ein Highlight, was wir sehr viel oder die Gäste sehr oft hierher kommen und sagen, in der Rose im Berg ist der Zwiebelroschbraten am besten. Aber sonst haben wir auch, wie gesagt, unsere Limousin-Rinder oft mit auf der Speisekarte, über Gulasch vom Limousin-Rind, über unsere leckeren Rouladen, über Siedfleisch. Das Ganze wird immer sehr gern auch gegessen. Und dazu gibt es hausgemachte Spätzle. Genau, wir haben eigentlich gar kein Weizenmehl mehr im Haus. Wir verwenden nur Dinkelmehl, einfach aus den Allergenen rauszusehen. Von dem her machen wir immer sehr viel mit Dinkelmehl, also nur Dinkelmehl im ganzen Haus. Zu Weihnachten Plätzle gebacken mit Dinkelmehl oder auch die Soßen werden auch abgebunden mit Dinkelmehl beziehungsweise auch mit Reismehl, damit wir auch einfach wegkommen von den Allergenen. Und wie gesagt, wir machen jede Woche ungefähr für 1000 Eier Spätzle. Boah. Wenn das mal so eine Richtzahl sein sollte. Ja. So, und jetzt hat uns der Norbert Zimmermann ja schön alles erzählt, was es so zum Essen gibt und was da die Highlights sind bei ihm. Und dann sind wir natürlich nicht umhin gekommen und wollten auch noch die angepriesenen Rinder, also in lebendiger Form, auf der Weide bzw. dann im Stall uns angucken. Da mussten wir bloß über die Straße gehen, also die stehen unweit von der Wirtschaft bzw. vom Hotel. Also alles recht lokal, muss man sagen. Dann haben wir ein paar Fotos gemacht, auch von der Bergbrauerei oben, weil am Tag davor war es ja recht zuzogen alles. Und dann um 11 Uhr haben wir es dann endlich mal geschafft, Berg wieder zu verlassen und unsere heutige Tour zu starten. Weil die zweite Etappe ist auch ein bisschen länger, da fährt man insgesamt über 60 Kilometer. Und Berg ist ja ein Vorort von Ehingen und Ehingen war ja gleich dann unsere nächste Station und da hat uns der Rolf Koch, der Marketingleiter von der Stadt Ehingen, empfangen. Und Ehingen ist Bierkulturstadt, denn als einzige Stadt in Baden-Württemberg gibt es hier insgesamt 5 historische Brauereien. Und das ist auch der Grund, warum es hier einen 14 Kilometer langen Bierkulturwanderweg gibt. Und auch sonst hat Ehingen einiges zu bieten. Zum Beispiel ein kleiner Trinkwasserbrunnen in Form von einem Frosch, der Teil von einem riesengroßen Marktplatzbrunnen ist, der
bestückt ist mit einigen historischen Figuren von Ehingen. Also da unbedingt die Trinkwasserflasche auffüllen. Und direkt auf dem Marktplatz haben wir uns dann auch mit dem Rolf Koch, also der Marketingleiter von der Stadt, getroffen. Und er hat uns ein bisschen was darüber erzählt, was man so erleben kann in einer kleineren und größeren Umgebung und was man abseits von der Bergbietour auch noch entdecken kann. Ehingen eignet sich perfekt als Ausgangsstation, um die Region hier zu erleben. Und die hat unfassbar schöne Sachen im Repertoire. Gibt es jetzt auf der Tour etwas, wo man noch einen Abstecher hinmachen sollte? Also wenn ich jetzt mal eins rausgreifen dürfte, ich würde im Lautertal würde ich dann einen Abstecher machen. Wenn man dann im Lautertal auf der Bergbiertour gelandet ist, da würde ich einmal zur Wimsener Höhle auf jeden Fall fahren. Das ist ja die längste mit einem Boot befahrene Wasserhöhle in Deutschland. Das lohnt sich allemal, ein Naturspektakel, und es lässt sich dort ganz, ganz wunderbar auch einkehren. Und natürlich kriegt man auch da ein gutes Bergbier. Sehr gut. Kloster Zwiefalten beispielsweise ist natürlich auch ein Thema. Burg der Neck, eine wunderbar geführte Burg, auch im Lautertal vom Schwäbischen Albverein wird die bewirtschaftet. Ja, und so gibt es natürlich allen halben, Blaubeuren habe ich schon angesprochen, gibt es immer wieder die Tiefenhöhle im Tiefental, wo es sich lohnt, rauszufahren. Und so auf der Tour, wirklich, das ist keine Übertreibung. Und darum, die Frage war völlig gerechtfertigt von dir, lieber Frank. Die Tour lässt sich ohne Probleme auf 4 Tage aufstocken, und zwar ohne, dass einem irgendwie langweilig ist. Und wenn ihr mich persönlich fragt, ich finde eigentlich diese Touren immer am allerspannendsten, wo man dann auch mal nach rechts und links guckt. Also nicht nur von A nach B fahren möchte, sondern wo ich sage, Mensch, rechts, da fahre ich jetzt raus, da gefällt es mir einfach ganz spontan oder weil ich es geplant habe. Das sind die allerschönsten Touren nach meiner Erfahrung. Als das Podcast-Mikro dann schon wieder aus war, dann hat uns Rolf noch seinen Geheimtipp verraten von der kleinen Abwandlung der jetzt vor uns liegenden Strecke. So sind wir also aus Ehingen rausgeradelt, durchs flache Land bis Almendingen, und dort sind wir nicht links abgebogen und sind parallel zu den Bahngleisen weitergefahren, wie die eigentliche Bergbietour verläuft, sondern wir haben die Bahngleise überquert und haben das Naturschutzgebiet Schmiechener Seen erkundet. Das sind die kleinen Everglades, hat der Rolf gesagt. Dort bekamen wir dann nicht nur die Feuchtgebiete mit Flora und Fauna zu sehen, sondern, was mich besonders beeindruckt hat, Wasserbüffel, weil die kenne ich eigentlich nur aus Asien. Aber der Willi Wolf, haben wir gelernt, treibt seine Wasserbüffel dort regelmäßig hin, und das auch nicht nur zum Spaß und weil es schön aussieht, sondern weil sonst diese Feuchtgebiete verbuschen würden, und die Altbüffel oder Wasserbüffel sind dafür zuständig, das alles zu futtern, quasi wie die Schafe auf der Wacholderheide, damit es nicht verbuscht und die Artenvielfalt erhalten bleibt. Eine schöne Abwechslung, diese Wasserbüffel, da sind ja auch einige rumgesprungen, das waren bestimmt 10, 12 Stück, die da unterwegs waren. Die waren weit genug weg und gut eingezäunt. Zurück auf der eigentlichen Strecke ging es dann weiter parallel zur Donau-Radweg-Alternative. Also sozusagen die Umleitung über Schelklinge und dann Richtung Blautopf. Weil das Eis in Schelklinge im Städtle, das haben wir uns gespart und sind stattdessen zu einem von den Highlights von der Tour gefahren, nämlich der Blautopf. Unterwegs dorthin haben wir noch die Höhle Hohler Fels passiert. Dort hat man eine über 40.000 Jahre alte Flöte aus der Speiche eines Gänsegeiers gefunden und die Plastik von der Venus, die Venus zum Hohler Fels. Das ist eine sehr üppige, wenn auch sehr kleine Figur einer Frau. Und man sieht in diesen beiden Dingen jetzt die Wiege der Kunst und Musik der gesamten Menschheit, also schon über 40.000 Jahre alt. Die Höhle kann man auch auf eigene Faust besichtigen. Wann die geöffnet hat und wann es auch Führungsangebote gibt, das findest du am besten auf der Webseite von der Stadt Schelklingen. Und 2017 wurde die Höhle mit anderen zusammen in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen. Und da wir uns jetzt das Eis gespart haben in Schelklingen, haben wir uns jetzt gemütlich durch das Urdonautal aufgemacht nach Blaubeuren. Und der Abstecher von zusammen 6 Kilometer hin und zurück, der lohnt sich auf jeden Fall. Denn ich war nämlich dort zum ersten Mal und Susi als Reingeschmeckte war schon mal dort, also vor mir. Sie war mir da einen Schritt voraus und deswegen sind wir da hingefahren und es ist echt großartig, dieses blau-türkise Wasser. Wir haben da dann einen super schönen Himmel gehabt, kann man auf den Fotos sehen, und sehr sehenswert ist diese wohl bekannteste Karstquelle von Deutschland. Und diese Karstquelle,
die wird vom weit verzweigten Hülsensystem, das sich ja unter der Schwäbischen Alb befindet, mit Wasser gespeist und ja, darf nur von wirklich ausgewiesenen Höhlenforscher befahren werden. Und wer mehr darüber erfahren will, der sollte unbedingt einen Abstecher ins Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren machen. Wir haben da leider keine Zeit mehr dazu gehabt, weil wir haben noch einige Kilometer vor uns gehabt. Und für die haben wir uns beim Bäckerbeck noch geschwind gestärkt. Und dann sind wir weitergefahren durch das wunderbar grüne Tiefental bis hin zur Sontheimer Höhle. Das ist die älteste Schauhöhle Deutschlands. Da muss man auch wieder einen kleinen Abstecher machen, aber da lohnt sich auch. Je nachdem, mit was für einem Fahrrad unterwegs bist, guck da mal an die Karte, welche Wegalternative da deine beste ist, weil die ursprünglich ausgeschilderte Bergbetour ist schon ein ganz schöner Haken und da geht es auch ganz schön bergauf. Wir haben uns dafür eine Abkürzung entschieden, war ein Schotterweg, ging gut mit unseren Mountainbikes, E-Mountainbikes wohl bemerkt, den Berg hoch. Also ja, guck da mal an die Karte oder folge einfach der Ausschilderung. Also nicht die ganz kurze Abkürzung nehmen, die geht nicht. Außer man schließt sein Fahrrad an und läuft. Das geht auch. Die Höhle kann man nur am Wochenende und nur mit Führung besichtigen. Was ganz spannend ist, dass in den 70er Jahren Forscher in der Höhle keltische und frühalemannische Gräber gefunden haben. Sonst gibt's, wie üblich, Tropfsteine zu bewundern. Und es leben auch eine ganze Menge Fledermäuse in der Höhle. Darum ist sie natürlich auch im Winter gesperrt. Und nach der Höhle, da geht's dann munter bergab und natürlich mehr bergauf. Weil jetzt geht's wieder so richtig auf die Alp. Durch Ennabeuren und Felsstädte bis zur Felsstädter Schranke. Und das ist der Beginn vom ehemaligen Truppenübungsplatz. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, jetzt sind wir bald wieder daheim. Oder an unserem Ausgangspunkt, wie man sagt. Aber jetzt müssen wir erstmal noch über den riesigen Truppenübungsplatz. Und das sind ca. 9 Kilometer, bevor wir den wieder verlassen. Der Truppenübungsplatz, der ist das Zentrum, nicht von der Alb, aber auf jeden Fall das Herzstück vom Biosphärengebiet von der Schwäbischen Alb. Über viele Jahrzehnte hinweg wurde hier nicht mehr in die Natur eingegriffen und das sieht man. Außerdem ist der Platz jetzt autofrei und somit ziemlich idyllisch zum einfach dahinradeln. Aber aufgepasst, denn die ausgezeichneten Wege darf man allerdings nicht verlassen. Zum einen aus Naturschutzgründen und zum anderen, weil noch ziemlich viele Blindgänger aus der Zeit, wo der Platz noch vom Militär benutzt wurde, verstreut rumliegen. Wenn du noch mehr über den Platz und über die Geschichte und über die Flora und Fauna erfahren möchtest, dann empfehlen wir dir, mal eine Tour mit so einem Truppguide zu machen, zum Beispiel mit der Margit Weber. Die hatten wir für unseren Podcast schon mal im Interview und zwar in der Episode 61 und dort kannst du schon mal einiges anhören. Aber es macht natürlich viel mehr Spaß und ist ein viel schöneres Erlebnis, wenn man mit ihr zusammen unterwegs ist und auch mal abseits von den Hauptwegen gehen kann, weil das dürfen nämlich nur die Truppguides mit ihren Gruppen. Und dann sind wir gemütlich über diesen Platz geradelt, wie der Frank schon gesagt hat. Und kurz nachdem wir den Platz verlassen haben, kamen wir am Truppentonfilmtheater vorbei. Ein Kino. Davon hatten wir schon einiges gehört, aber wir waren halt noch nie drin. Und so haben wir die Chance genutzt, weil wir eh noch ein paar Tage dann in der Gegend geblieben sind und sind gleich am nächsten Abend in dieses Kino. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, was wir dort erlebt haben. Das können wir nicht wirklich in Worte fassen und nicht beschreiben. Das muss man einfach selbst erlebt haben. Darum schau mal auf der Website www.tonfilm-theater.de vorbei und dann hab viel Spaß, wenn du mal dort zu einer Vorstellung gehst. Kurz vor unserem Ziel passiert mir dann auch das ehemalige Kasernengelände in Auinge. Man nennt es auch das alte Lager. Und das beherbergt heute unter anderem das Biosphärezentrum vom Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Und dort kann man an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, sich mit Infomaterial ausstatten, Informationen einholen bei Mitarbeitern, regionale Produkte einkaufen, unter anderem von der Marke Alp gemacht und zwei Ausstellungen anschauen. Eine wechselt alle paar Wochen und die andere ist eine Dauerausstellung und beinhaltet viele interaktive Stationen, um das Wissen um das Biosphärengebiet zu erweitern. Wir haben uns von Michael Danka herumführen lassen und wollten wissen, was es mit diesem Biosphärengebiet auf sich hat. Biosphärengebiet, wir nennen es so, oder es ist auch bekannt, Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Das ist so unser Slogan oder uns auch wichtig rüberzubringen. Das beinhaltet Modellregion. Man fragt sich dann ja bitteschön, in welchen Bereichen. Also das betrifft die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. In diesen drei Bereichen, da wollen wir eine Vernetzung haben, dass wir da
als Menschen oder hier als Bürger in diesem Biosphärengebiet, dass wir diese drei Bereiche miteinander vernetzen. Ja, und da miteinander erleben und erfahren und zusammen diesen Weg gehen in dieser Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Und diese einzigartige Kulturlandschaft hier Biosphärengebiet erhalten und schützen wollen. Für die heutige Generation, aber auch für die nächste Generation. Und seit wann ist das hier Biosphärengebiet? Ja, die Gründung war 2008. 2009 haben wir dann die UNESCO-Auszeichnung bekommen und 2010 hat man dieses Biosphärenzentrum gegründet. Und von welcher Größe sprechen wir denn? Und wir sprechen da von 850 Quadratkilometern. 160.000 Menschen sind da dabei, 29 Städte und Gemeinden. Und ja, also so mit dieser Größenordnung hat es begonnen. Und ausgehend war ja alles vom ehemaligen Truppenübungsplatz hier, genau, in der Region in Münsingen. Wie sind so die Außengrenzen, so grob zusammenzufassen? Ja, also wie gesagt, das haben Sie sehr richtig gesagt, die Geburtsstunde war eigentlich vom Biosphärengebiet die Aufgabe des Truppenübungsplatzes. Als dann das Militär seine Pforten geschlossen hat, hat man sich halt Gedanken gemacht, was könnte man jetzt aus diesem Gebiet machen mit diesen 6.700 Hektar. Und dann war die Entscheidung der Politik und der Menschen hier, der Schwäbischen Alb, so ein Biosphärenreservat oder Gebiet, wie wir uns nennen, entstehen zu lassen. Das war so die Geburtsstunde. Und wie gesagt, so jetzt 40, 50 Kilometer südlich von Stuttgart, nördlicher Bereich fast bis Nürtingen, südlich geht es bis zur Donau, im Osten sind wir so bis Schelklingen, Reutlingen im Westen, so dieses Gebiet. Also ist praktisch dieser ehemalige Truppenübungsplatz nur noch ein Bruchteil von dem Ganzen jetzt. Ja, genau. Das war aber die Basis dafür. Das war die Basis. Ich habe oft Besucher, da muss ich ein bisschen schmunzeln, die kommen hier zu uns ins Biosphärenzentrum und fragen dann, sie wollen gern ins Biosphärengebiet. Und dann sage ich, sie stehen schon mit beiden Beinen voll drin. Sie meinen natürlich dann den Truppenübungsplatz, also das eigentliche Herzstück des Biosphärengebietes. Aber das Gebiet ist ja viel größer und der Truppenübungsplatz ist das Herzstück und ein Teil davon. Kommt man dann wieder raus aus dem Biosphärenzentrum und biegt direkt rechts ab, dann geht man durch ein großes Tor und steht schon im 1895 erbauten alten Lager, welches auch bis 2005 als Kaserne genutzt wurde. Ist ja direkt neben dem Truppenübungsplatz, bietet sich also an. Seit 2015 ist es jetzt aber im Besitz von Franz Dress, der es von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft hat. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er nämlich ein Konzept entwickelt mit dem Namen Albgut und hat es präsentiert und es wurde für gut befunden und so hat er den Zuschlag erhalten. Seit dem Kauf ist jetzt einiges passiert und er ist dabei, wie er selbst sagt, es zu einem Sehnsuchtsort umzuwandeln. Und unter verschiedensten Mottos kann man da jetzt heute Kunst bewundern, Feste feiern, übernachten, tagen, Fahrsicherheitstrainings machen, wenn man seinen eigenen Trainer mitbringt, Natur genießen und außerdem sind in den Gebäuden inzwischen Manufakturen integriert. Da kann man mit reingucken, kann zuschauen, wie dort produziert wird und natürlich auch einkaufen. Am Wochenende haben die nämlich auf und dann gibt es dort zum Beispiel Öl, Nudeln, Springerle, Essig, verschiedene Wollprodukte und vieles mehr. Und außerdem gibt es auf dem Gelände die Königliche Post, das ist ein Café, dann noch das Altmalermuseum und man kann sogenannte Vierräder ausleihen und mit denen über den Platz fahren oder sich fahren lassen. Der Franz Dress, der hat uns seine Visionen im Interview vorgestellt und mit dem, was er bereits geschaffen hat, beeindruckt. Und dann hat er uns noch von einer Linie erzählt, die er in näherer und längerer Zukunft hier auf dem Gelände vorhat. Wir sind gerade dabei, einen Rotwildgatter zu erstellen. Den Hirsch dazu haben wir bereits, also den männlichen Hirsch, das ist sogar ein zahmer Hirsch, der ist jetzt ein Jahr alt und der kommt her. Der kommt, der ist Menschen gewohnt und da sind wir ganz happy, dass wir den hierher bekommen. Und die Hirschkühe, die suchen wir gerade noch, nicht von der gleichen Verwandtschaft und da sind wir gerade dabei. Und dann haben wir geplant, einen Dammwildgatter zu machen. Wir haben ein eine Discgolf-Anlage mit 12 Korben, wo wir jetzt erstellen. Im Weiteren ist es so, dass wir an einem Kinderspielplatz ein Indoor-Kinderspielhaus entwickeln. Das werden wir nächstes Jahr, denke ich, dann im Angebot hier haben. Unsere Zielrichtung ist die Familie. Und das wird dann auch in ein bestehendes Gebäude integriert? Ja,
Genau, das Kinderspielhaus ist direkt neben dem Kinderspielplatz, was ja Sinn macht. Und da haben wir auch uns gedacht, da machen wir U12, Kinder unter 12, und dann Ü13 für Jugendliche über 12, also über 13, im anderen Haus nebendran. Da wollen wir dann Angebote machen für auch Jugendliche. Und ja, so entwickelt sich das Ganze zu einem Sehnsuchtsort, das dann sehr schlüssig ist. Der Traum dabei ist, dass das Ganze, man fährt hierher, ja, nicht unbedingt nur mit dem Auto, man fährt hierher mit dem Auto auf den Parkplatz und den Rest geht man zu Fuß. Der ganze große Teil vom Albgut ist autofrei, also Fußgänger, Radfahrer, und dann kann man das Ganze erleben. Vor allem Kinder kann man laufen lassen, der Schwab sagt Springerlau, und das macht das Ganze dann ja wertig, nachhaltig. Im Übrigen sind wir gerade dabei mit der Schwäbischen Alpbahn in Münsingen, bauen wir hier, jetzt haben wir schon zusammengestellt, 3 Strecken von Reutlingen, von Richtung Sigmaringen und von Ulm mit der Schwäbischen Alpbahn zum Hauptbahnhof nach Münsingen. Es gibt nur einen Hauptbahnhof in Münsingen, mit dem Zug, beziehungsweise von Reutlingen bis Engstingen mit dem Bahnbus und von Engstingen umsteigen nach Münsingen mit dem Zug. Das ist dann der gleiche Zug, der von Sigmaringen herkommt. Und vom Bahnhof Münsingen werden die Gäste mit einem historischen Postbus ins alte Lager gefahren und natürlich wieder zurück. Da gibt es dann Tagesangebote für hin und zurück mit einem Essen und Trinken hier bei uns in der Königlichen Post. Ein Tag Freude für die Familie im Albgut. Autofrei, nachhaltig, ein Stück Zukunft. So, nach deiner 60 Kilometer Radtour heute und deiner einigen Interviewgäste sind wir direkt aus dem alten Lager in das Schützer eingekehrt und haben nochmal richtig gut Schwäbisch gegessen. Und von dort aus geht es dann auch nur noch bergab bis zum Mobilitätszentrum, wo der Startpunkt ist für die Bergbiertour. Und das Mobilitätszentrum befindet sich ja auch direkt am Münsinger Bahnhof. Und da kann man dann auch wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren. Oder da stand dann auch bestenfalls euer Auto oder unser Busle jetzt natürlich. Und da haben wir dann unsere Rädle wieder eingeladen und sind auf den Wohnmobilstellplatz gefahren, der auch in unmittelbarer Nähe ist. Und nachdem wir dann all die Eindrücke so ein bisschen in der Nacht verarbeitet hatten, haben wir uns den nächsten Tag nochmal mit dem Hans-Peter Engelhardt, dem Touristikleiter von Münsingen, zusammengesetzt und noch so über ein paar praktische Dinge wie Fahrradwahl, wo parke ich, wo kann ich mir mein E-Bike ausleihen und wie ist es mit dem Gepäcktransport zum Beispiel gesprochen. Münsingen ist da top ausgestattet, wie du jetzt schon gehört hast. Man kann direkt am Bahnhof kostenfrei parken. Im Mobilitätszentrum gibt es E-Bikes zum Ausleihen. Die bieten sogar einen Pannenservice an. Und es gibt eine ganze Menge Infomaterial über den Weg und was man unterwegs sehen kann. An immer mehr werdenden Orten unterwegs gibt es Stationen mit so all dem wichtigen Werkzeug, was man nutzen kann und hoffentlich nicht braucht, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und auch wenn der Akku mal leer ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten an der Tour, die uns der Hans-Peter vorgestellt hat. Da drehen wir ein ganz großes Rad hier in Münsingen mit dem Projekt Charger Cube. Charger Cube auf der Schwäbischen Alb. Das sind Ladewürfel, die mit Schnellladetechnik alle Hersteller bedienen können. Wir sind da seit letztem Jahr mit diesem Projekt in der Umsetzung. Insgesamt stehen derzeit 18 Charger Cubes von möglichen 55, die wir bis 2021 platzieren können. Im Laudertal entlang der Bergbiertour ist es momentan eine Lademöglichkeit anhand dieser Charge Cubes in Buddenhausen. Wir sind noch mit anderen Gemeinden und Orten im Gespräch entlang der Bergbiertour, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das E-Bike an verschiedenen gastronomischen Punkten zu laden, dann aber halt mit eigenem Ladegerät. Aber es gibt schon, wenn man so will, auch die Absprache mit den Bergbiergastronomen, die ja auch da auf der Bergbiertour gelistet sind, dass die Leute kostenlos bei ihnen eine Steckdose benutzen können.
was natürlich im Fall einer Ladung ohne eigenes Ladegerät dann schwierig wird. Und da soll halt das Projekt ChargerCube Abhilfe leisten. Es sind 24 verschiedene Adapterkabel in den ChargerCubes, die dann wirklich jeden einzelnen Hersteller des Antriebs, also von Bosch, Brose, Yamaha und so weiter, sogar die Exoten laden kann. Und man braucht dann ja kein Ladegerät mitschleppen oder kann dann halt so ein ChargerCube anfahren und bekommt das kostenlos über Solarstrom schnell geladen. Das bedeutet, normale Akkuladung von beispielsweise Bosch 500 Wattstunden dauert 4 bis 5 Stunden und das ist dann in 2,5 Stunden voll, wenn man mit einem komplett leer gefahrenen Akku dahin kommt. Und was ist jetzt unser Fazit zu der Tour? Also für uns zwei war die Tour einfach perfekt und wir haben die Zeit sehr genossen auf dem Rad, die Zeit, die wir nicht auf dem Rad waren, wo wir die Highlights anguckt haben, die an der Strecke sind. Natürlich unsere Interviewgäste, das mag für den ein oder andere von euch dann die Bekanntschaften sein, die man dann auf dem Weg trifft. Das gute Bier, ja. Wie der Name ja schon sagt, Bergbiertour. Also wir können es nur empfehlen, die Tour mal auszuprobieren. Man kann die in 2 Tagen fahren, man kann die auch noch mehr stückeln. Man kann da individuell vorgehen und sich die Highlights rauspicken, die man angucken will. Und apropos Highlights angucken, da haben wir jetzt noch einen Tipp zum Abschluss, denn seit 1. Juli 2020 gibt es die Alpcard. Und mit der Karte hast du bei vielen Attraktionen vergünstigten Eintritt oder musst manchmal sogar gar nichts bezahlen. Also wenn du dir mehr als 2 Tage Zeit nimmst oder auch schon bei einem Tag, dann lohnt es sich auf jeden Fall bei einem Gastgeber zu übernachten, wo du die Karte erhältst. Und was es alles mit der Alpcard auf sich hat, wer da mitmacht und welche Vergünstigungen du da bekommst, das erfährst du in der Podcast-Episode 114, da hatten wir nämlich den Louis Schumann, den Geschäftsführer vom Schwäbischen Albtourismus im Interview. Und er hat uns ausführlich erzählt, wie das funktioniert mit der Alpcard. Und jetzt sagen wir Tschüss, wünschen dir viel Spaß beim Nachradeln. Und beim Aufstöbern des Besonderen und übergeben das Schlusswort noch einmal an der Hans-Peter Engelhardt. Wir planen zusammen mit der Bergbrauerei noch eine Aktion im Juli. Und zwar möchten wir unser bewährte Bergbier Tourenkarte mit sämtlichen Sehenswürdigkeiten, Gastronomen und Touristikinformationen etc. pp. Möchten wir den Bierkisten beilegen, also eine Bierkistenbeilage. Auflage 20.000 Stück erscheint Anfang Juli, wird umgesetzt von der Bergbrauerei. Wir werden die Karten wettergeschützt in diese 20.000 Kästen eintüten, wenn man so will, oder einkisten. Und die sind dann bei den nächsten Auslieferungen bis August im Getränkefachhandel erhältlich mit jeder Kiste Bier als Werbebeilage. Wir erhoffen uns dadurch Aufmerksamkeit für die Bergbiertour in den Monaten Juli, August, September, also komplett die ganze Radelsaison noch und entsprechend also überall, wo ihr eure Kiste Bergbier kauft, bekommt ihr dann auch den Hinweis und die aktuelle Karte und dann spricht eigentlich nichts mehr dagegen, die Bergbiertour mal unter die Räder zu nehmen.